Ja, das schaue ich mir später an, Brownie. Sagt heute ein bisschen Zeitdruck. Dann zeig, was du kannst. Nee, warte mal, ich weiß noch gar nicht, wie das Spiel geht. Oh. Warte mal. In der Soundeinstellung. Nicht, dass es zu laut ist. Hat mir die gleiche Einstellung wie Horizon immer? Dann könnte ich es nämlich lassen. Ich habe keine Ahnung. Sachen sammeln, bevor du aufs Motorrad steigst. Nico, du weißt ganz genau, was noch abgeht. Sehr gut. Ja, stimmt. Wir wollten auf. Ja. Ja. Die Aufnahme ist an. Legato habe ich auch neu gestartet. Das muss ich ja sogar machen. Leider. Geht's von der Lautstärke? Oder? Also ich habe nichts verändert. Aua. Ja, das mache ich momentan auch. Sehr gut. Es ist nicht schlimm, wir sterben nur. Für Laune? Ja, geht so. Heute war anstrengend. Tja, naja. Noch habe ich keine. Deswegen will ich schnell spielen. Wie ist man nochmal? Also. Yum, yum, yum. Oh, ich hab. Was? Oh, was ist das? Ausgestopfte Krähe. The fuck? Eine ausgestopfte Krähe, die anscheinend in einer Zeremonie benutzt wurde. What? Wieso? Es scheint, als sei sie in irgendeiner Zeremonie benutzt worden. Die Annahme, dass Krähen weise sind, zieht sich durch die gesamte Menschheitsgeschichte. Das stimmt. Ich muss schon direkt wieder niesen. Das geht mir auch so auf den Keks. Oder auch nicht. Aber es kitzelt die ganze Zeit wieder. Eine Fabel des Aesop berichtet vom Vogel in geliehenen Federn. Darin findet ein Wettbewerb statt, um den König der Vögel zu bestimmen. Der Krähe reicht ihr schwarzes Federkleid nicht, deshalb sammelt sie all die schönen Federn, die andere Vögel verlieren. Mit den geliehenen Federn macht sie einen tollen Auftritt und gewinnt. Doch dies erzürnt die anderen Vögel, die sich auf die Krähe stürzen und ihr die Federn und den Königstitel wegnehmen. Krähen können lernen, menschliche Stimmen zu imitieren und einfache Werkzeuge zu benutzen. Man nimmt sogar an, dass ihre Intelligenz vergleichbar mit der eines siebenjährigen Kindes ist. Also ich kann bestätigen, dass Krähen sehr schlau sind. Die haben mir meine Pommes geklaut. Mit Verpackung. Ja, das kann ich sehr bestätigen. Zusammen haben sie dann mir meine Packung Pommes mit Mayo und Ketchup geklaut als Kind. Also ja. Von einem Imbiss. So, die mit Silber, hier mit Folie drüber. Die haben mir einfach meine Pommes geklaut, sind damit auf eine Laterne geflogen und haben dann da gesnackt. Natürlich ist dann irgendwann runtergefallen. Aber die haben mir meine Pommes geklaut. Das war sehr, sehr mein Hirn eingebrannt. Exkrähen. Ich fand's lustig, Tatsache, weil, ne, wie schlau Tiere sein können. Und dann hatten sie halt was zu essen. Zwar jetzt nicht sehr gesund, aber immerhin. Hatten Hunger. Hab ja eine neue Pommes gekriegt, also war halb so wild. Halb so wild. Okay, jetzt habe ich aber eine Sammelsache gefunden, die ich nicht mal markiert hatte. Cool. Third Piece. Oh, wow. Dark, Alter. Au.
Hier auf dem Dach ist nichts, aber ich kann die Tatsache runterlaufen, cool. Hallo Klaus. Die machen diese Geräusche. Hallo. Sterben Sie bitte. Hey, ich habe doch eigentlich ein sehr großes Herz. Hast gleich halt dein. Von wegen großes Herz. Hier soll irgendwo eine Sammelsache sein. Sehe ich noch nicht. Hier sehe ich nichts. Hallo, Driver? Ja, klar. Naja, das sind ja keine richtigen Leute. Das sind ja halt Geister bzw. Yokai. Gehören nicht in diese Welt hierher. Nur die Frage, wo ist das zum Sammeln? Und was suche ich hier? Strohpuppe steht da. Wie geht's euch denn? Wir können nebenbei quatschen. Da ist die Strohpuppe. Auf dem Spielplatz? Alter, das ist schon ziemlich... Was zur Hölle ist das? Das ist schon unangenehm. Eine Strohpuppe, mit dem, wo man Flüche halt ausspricht. Manche Leute glauben, man könne eine andere Person damit verfluchen. Bei Ritualen wie Uchino Kukumairi wird die Puppe weiß eingekleidet und mit einem Nagel durchschlagen. Wird das Ritual jedoch von einem Zeugen beobachtet, hat es keine Wirkung. 1870 wurden neue Gesetze erlassen, dass die Verwendung von Puppen für Flüche strafbar machten, auch wenn sie heutzutage nicht mehr als Verbrechen angesehen werden. Das war mal als Verbrechen angesehen, das ist schon krass. Finden noch immer vereinzelte Rituale mit Strohpuppen statt. Einen solchen Fall gab es im Jahr 2017. Wenn man die Puppen genauer ansieht, bemerkt man sie die relativ neuen Gebrauchsspuren. Vielleicht wurde sie vor nicht allzu langer Zeit in einem Ritual verwendet. Aber glaube ich, Menschen sind, ne? Ich habe halt so verdammt gute Laune, könnte Bäume rausreißen. Das klingt doch sehr schön. Müde? Ja, ich bin auch sehr müde. Wirklich zu Hause. Abgesehen von genervt sein wegen Drecks Vodafone ganz gut. Oh, ich fühle das so sehr mit Vodafone, ne? Da warst du zwar noch nicht da, aber ich hatte mal ein halbes Jahr so extreme Probleme, dass ich nicht mehr richtig streamen konnte. Ich habe dann nachts angefangen zu streamen, weil es da stabiler lief. Es war furchtbar, bis ich dann gewechselt habe und musste, weil, ja, ging nicht. Mein Upload war ist bis heute kaputt von Vodafone. Die haben es bis heute nicht so, geschafft, das hinzukriegen. Das ist so erbärmlich einfach. Weil das ist ja im Grunde, diese Vodafone-Leitung wird ja noch genutzt von meinem Bruder. Aber diese Upload kannst du vergessen. Habe ich mal vor ein paar Monaten mal wieder getestet.
Das ist so instabil einfach. Und deren Ausrede war immer Rückwegstörer oder so. Und das nicht so schnell zu identifizieren und sowas. Alter, die hatten jetzt 2 Jahre Zeit, haben es immer noch nicht hingekriegt. Soll immer keinen Scheiß erzählen. Die haben einfach nicht die richtigen Leitungen dafür, machen, was sie nicht zur Verfügung haben. Und dann erzählen sie so einen Scheiß. Naja. Hallo Yami. Aber Nägel und Puppenschlangen bringt doch nichts. Es ist doch viel effektiver, die Nägel direkt in die verfluchte Person zu schlagen. Ja. Das stimmt. Ich schaffe es, ein Blatt fallen zu lassen, weil es zu schwer ist. Wow. Aber hast du die Familie gegönnt? Das klingt doch gut. Oder von halt, hab wieder Probleme mit der Bindung. Das geht auf keine Kuhhaut. Oh je. Ja, ich habe mit Vodafone zum Schluss auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Ich meine, wir waren sehr lange Kunde dort. Also, ja. Früher hieß es noch Kabel Deutschland. Da lief alles super. 10 Jahre. Die sind dann zu Vodafone geworden. Absturz. Kompletter Absturz. Naja. Da ist noch eine Strohpuppe. Sag mal, wer hasst denn hier Menschen so sehr? Könnte ja ich sein. Was ist das denn? Noch eine Strohpuppe. Vor allen Dingen in diesem Umkreis. Interessant. Das war jetzt alles beides in der Nähe. Ah, jemand hasst hier jemanden besonders. Auch noch was. Ich versuche halt die Sammelsachen alle mitzunehmen, weil ich will das Spiel eh auf Platin machen, wenn es möglich ist. Und weil halt diese ganzen Sammelsachen sehr interessant sind. Hintergrundinformationen über Japan und sowas. Na du, was machst du denn hier in der Ecke? Wo steckst du, Papa? Oh. Blend dir mal nicht so ins Gesicht. Starkeks, immer. Eiskalt, Chloe, mach das. Das ist bestimmt so ein Schild, was symbolisieren soll. Hier spielen Kinder, ne? Für die Autofahrer. Wenn du da anrufst, ja, ich fühle das sehr. Ich musste da jeden Tag dann immer anrufen, war schrecklich. Pappflyer, Premiers Papp fürs einfache Volk. Partymenü, nur 2980 Yen. 7-Gänge-Menü mit All You Can Drink für 2 Stunden. Boah, das ist geil. Für 2980 Yen, das ist echt günstig. Für 2 Stunden besaufen? Das ist echt günstig. 30% Rabatt für Reservierungen, die mindestens 3 Tage im Voraus getätigt werden. Da sparst du sogar nochmal 30%. Boah, das ist schon... Das ist ja richtig geil. Wo können wir da bitte hin? Hallo Stiller?
Circa 220 Euro. Verwechselst du da nicht gerade was? Hallo, Queenie? Hallo, Ferial? Auch jetzt an zu kommunizieren. Der kleine Tobi, auch wenn es nur leichte Buffs sind, als Antwort. Immerhin. Immerhin. Sind ja trotzdem Antworten, ne? Oh, eines. Ja, deswegen, Pia. da hast du ein bisschen zu viel gerechnet. Weil, wenn 500 Yen schon so 4 Euro und irgendwas sind, weil da gibt es doch diese ganzen 500 Yen-Automaten, dann kann dich 2000. Wie viel waren das jetzt? Ich sag jetzt 900 Yen. Über 200 Euro sein. Nee, nee, da hast du es gerade verwechselt. Komischerweise habe ich Probleme mit Zahlen. Aber bei Yen komme ich irgendwie klar. Das ist nicht meine Währung, aber ich komme damit klar. Ich weiß immerhin, was ungefähr das für Preise sind. Deswegen war ich ja so verblüfft, dass das so günstig ist und dann 2 Stunden all you can drink, also das ist schon ordentlich. Da hat sich noch eine Null reingeschlichen. Ja, passiert. Das ist ja nicht schlimm. Haben wir jetzt geklärt, alles gut. Hallo, Metalbier. Wer ist Fritz Cola? Würde ich mal vorbeikommen. Ach, Fritz Cola hier. Sehr schön. Aber schon angefangen. Ah, sie hat einen Vertrag in Alkohol. Ich vertrage jetzt auch nicht viel. Also 2 Stunden, du kannst bestellen, was so viel du willst, wäre für mich dann auch mein Tod. Mal nur in Kassen bestellen. Ja, ich muss wahrscheinlich morgen nochmal nach dem Tätowieren einkaufen gehen. Noch was Kleines holen, weil das, was ich gestern zwar eingekauft habe, das ist halt alles in einem Rucksack gewesen. Aber ist halt nur ein Rucksack, ne? Ich will ja halt die komplette Woche irgendwie kommen. Bis Dienstag dann. Das Wochenende kommt ja noch. Also ich kaufe eigentlich immer Dienstag oder Donnerstag ein, deswegen macht es jetzt auch nicht irgendwie anders. Ich laufe in die falsche Richtung. Ja, das habe ich Tatsache gesehen, Queenie. Jetzt da so Wein getrunken oder so und dann fing schon an, dass sie rot im Gesicht wurde und sowas. Schon krass. Hallo, Selatio. Schön am Samstag. Nee, Samstag gehe ich nicht. Ich gehe samstags jetzt letzter Zeit allgemein nicht mehr einkaufen, weil ich keinen Bock mehr habe. Ist mir immer zu voll, zu nervig. Nee. Ich will am Wochenende einfach meine Ruhe haben. Da will ich mich nicht noch stressen mit Einkauf. Das wäre höchstens, wenn Notfall oder so ist, wenn gar nichts mehr da ist, aber das will ich ja vorbeugen. Ja gut, Keks, aber all you can eat wäre nichts für mich, Tatsache, weil ich brauche nicht viel zu essen, das würde sich bei mir nicht lohnen, Tatsache. Das würde sich bei mir überhaupt nicht lohnen. Reicht eine Mahlzeit und dann fertig. Bin ich satt. Bei Trinken ist es was anderes. Da gibt's auch Sushi. Ja, ich kann trotzdem nicht so viel essen. Da kotze ich. Thank you.
So, hier oben, oder was? Ah, ich glaube, ich sehe was. Oh, was ist das? Oh, you can drink, da wäre ich auch dabei. Tengu. Aus 15 Yokai-Netz. Wir sammeln die ja gerade alle. Suche Weisheit bei jenen, die mehr wissen, auch wenn es dir Angst macht. Vielleicht begegnet dir ein Mentor auf Augenhöhe mit einem Tengu. So, jetzt haben wir aber die Sammelsachen erstmal. Haben wir nicht, okay. Ich meine, es gibt noch mehr Katzenhändler hier. Das klingt so komisch. Die halt diese ganzen Sammelsachen haben wollen. Das sind jetzt die groben Sachen, die ich eingesammelt habe. Also mitgenommen habe als Aufgaben. Aber langsam komme ich wieder in die Steuerung rein, sehr gut. Haben wir das schon? Ja. Oh, bei 2 Stunden saufen, geil, wäre ich voll dabei, wird sich bei mir lohnen. Deswegen, ich habe ja hier so einen Flyer vorgelesen. Für knapp 27 Euro ungefähr 2 Stunden lang All You Can Drink hier. Das ist schon. Würde ich mitmachen? Und wenn du online reservierst, noch 30% günstiger. Auf nach Japan! Nee, ich habe hier gerade einen Flyer vorgelesen. In Japan war ich leider noch nicht. Aber ich spare dafür. Und es wäre schön, meinen Termin beim Amt zu bekommen, damit ich meinen Reisepass beantragen kann. Aber diese... Diese Online-Seite führt überhaupt keine... Sachen mehr auf, ob irgendwie noch Termine frei sind oder nicht. Da sind ja eigentlich sonst so blau hinterlegt, sind Termine frei und rot ist halt dann im Grunde ist es belegt. Da ist aber seit Dezember nichts. Nichts frei, nichts offen. Ich muss da, glaube ich, mal anders kommunizieren, weil ja, das irgendwas stimmt da nicht. Ich schnauze voll. Ich will einfach nur meinen Reisepass schon haben. Ich meine, der ist 10 Jahre gültig, also... Würde ich einfach schon hinter mich bringen. Ja, dann werde ich per E-Mail, die nerven mir scheißegal. Ich brauche meinen Reisepass und fertig. Ich sage einfach, es dringend. Können mich mal. Die sollen mich mal jetzt hier nicht nerven mit ihren Scheiß. Möge er über uns wachen. Könnt mir gebrauchen. Ja, mein Perso habe ich 2020, glaube ich, neu gemacht. Der ist jetzt bis 2030 oder so haltbar, keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht. Muss mein Perso morgen abholen. Ach, hast du es auch mal geschafft? Okay, das sah gerade sehr interessant aus. Erstmal Passbilder machen. Ach so. Hallo Ossi. Das ist wahrscheinlich über mir oder so, ne? Okay, was ist das? Jetzt regnet's. LOL. Das ist ja interessant. Was ist das denn? Mein Perso liegt schon 2 Wochen im Rathaus. Wow. Das war ein Raid-Wunsch, da musst du dich nicht bedanken bei mir.
Sondern bei denjenigen, der den Raid-Wunsch hatte. Ich reiche euch nur weiter. Selbst die Kanji für Ubume sind nicht in Stein gemeißelt. Es gibt mindestens zwei Schreibweisen und der Ursprung des Wortes ist bisher ungeklärt. Gott. Das kennen wir aber noch nicht. Ich bin gespannt, wenn wir das Vieh hier begegnen. Kennen wir noch nicht. Eine Ubume kenne ich nicht. Ja, doch. Ich fand den Stream direkt absolut geil. Das ist doch schön. Das ist ja der Sinn dahinter. The Raids. Ja, so ein bisschen Pia, ne? Gesichter ändern sich. Kann man hier irgendwas machen? Hallo, rette euch. Ich nutze jetzt deinen Körper. Diese Heldensache ist echt harte Arbeit. Ich hab auch Samurai, aber wir sollten nicht, wenn ich Elden Ring nicht spiele, über Elden Ring reden, weil es können möglicherweise in Ausversehen dann doch Sachen gesagt werden, die andere noch nicht haben oder so, oder ne? Bei Elden Ring im Moment sehr schwierig. Aber es ist schön, dass du Spaß hast. Habe ich auch mit dem Spiel. Da passe ich schon auf, keine Sorge. Nee, ich sag's nur sicherheitshalber, weil es schon öfter ein paar Sachen rausgerutscht sind, die man hätte nicht sagen sollen. Ja, die offene Welt ist sehr schön, das stimmt. Das stimmt. So viel zu entdecken. Miau, miau, miau. Ich hab's miauen hören. Miau, 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 miau. Oh, wo ist hier was? Da drin? Aha! Oh, was ist das? Okay. Ah, das ist dieses gruselige Vieh. Einer nur Zeit eines Sets. Von diesen Kreaturen existieren etliche widersprüchliche Beschreibungen. Man könnte fast meinen, sie wären übernatürlich. Oh. Boah, tut der weh. Und nochmal. Alter. Wow. Spiel. Oder Japaner, was ist mit euch? Übernatürlich, ist klar jetzt. Ihn muss ich dafür verprügeln. Ja, Mosiwitz, ja. Guck mal, was ich alles habe. Okay.
Emote Katze heben. Na komm, gönnen wir uns mal. So, noch das hier. Hast du mir was Nettes mitgebracht? Nein. Kauf dir selber was. Einmal da. Was ist. Was? Warum sind jetzt da vier Sachen wieder aufgeploppt? Ich hab da nur eine Sache markiert. Nein, du brauchst nichts. Na gut. Das war der Flach, ja. Der Flach. Das tat weh. So gut, so, so doof, dass es wieder gut, gut ist. Kreativ ist es ja schon ein bisschen, aber. Ein bisschen stärker sind wir aber geworden anscheinend. Weil die gehen ziemlich schnell jetzt schön unten bleiben. Down. Uff, uff. In meinem Blog versuche meinen Boss mal wieder. Alles klappt hier. Viel Erfolg. Die nicht kommen sehen. Gute Arbeit, weiter so. Warum sollte man etwas Bösem, etwas Nettes mitbringen? Ja, böses KK jetzt zwar nicht, aber er ist schon so ein kleines A-Loch manchmal. So teuer die Emotes. Ja. Eigentlich kosten auch so Daten von, also diese langen Geschichtstexte kosten eigentlich so 100.000. Mauls, ja. Bin ich auch sehr verblüfft, dass das so teuer ist. Das haben wir schon, ne? Okay. Die haben so viel Gassen hier einfach. Du kannst überall durch. Das ist so gut. So cool. Hallo Xevion. Guck mal, ich sehe etwas. Eine Zeit lang sind es links und rechts Autos vorbeigedüst und ich hatte Angst, mich zu bewegen. Dank euch bin ich gerettet. Mhm. Aber wenn ich so drüber nachdenke, ist es ziemlich still geworden. Ist so etwas passiert? Gangsterhocke habe ich jetzt bekommen als Emote. Okay. Gangsterhocke, warte mal. Fotomodus. Oh Gott! Nein! Nein! Oh! Das ist super. Okay, das ist schon cool. Könnt ihr mal warten, dass ich mache hier gerade Fotos, die Kackgesichter. Und wieder mit ihrer Geisterparade.